Willkommen zurück zu meinem nächsten kurzen Video. Heute zum Thema Intervalle wird ein wenig theoretischer, aber ich halte es für sehr wichtig, dass man das ein wenig verstanden hat. Also, ein Intervall ist zunächst einmal in der Musiktheorie so der Abstand zwischen zwei Tönen, die man irgendwie spielt. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Töne spielen kann. Wir beginnen direkt mal mit dem kleinsten Fall. Und zwar ist das die kleine Sekunde. Das wäre zum Beispiel von C ein Halbtonschritt mit dem Des. Wenn man das so zusammenspielen würde, klingt jetzt nicht sehr schön, aber sowas nennt man eine kleine Sekunde. Wenn man jetzt das C beibehält, aber hier dafür vom Des hoch zum D geht, C und D spielt, spricht man von einer großen Sekunde. Gehen wir weiter von C zum Es. Klingt schon besser, dann ist ja dieser Moll-Typ, wenn wir ja Ganztonschritt, also Ganztonschritt, Halbtonschritt haben, Moll. Also kleine Terz, bezeichnet für Moll. Dann gibt es eine große Terz von C bis E, bezeichnet für Dur. Wir merken schon, die sind eher harmonisch klingend. Dann kriegen wir hier, gehen wir eins weiter, dann ist es eine Quarte. Kennen wir auch, zum Beispiel wäre das jetzt hier bei F-Dur, F, A und C. Also eine Quarte. Dann haben wir eine Quinte, C bis G. Kennen wir auch gut, zum Beispiel von der Tonika von C-Dur, Quinte. Dann gehen wir wieder eins hoch von C bis Ass. Das nennt man eine kleine Sechste. Kann man auch schon mal gut verwenden in Kompositionen. Hat einen gewissen Reiz. Eins weiter haben wir die große Sechste. Jetzt bis zum B. Da ist die kleine Septime. Und jetzt kommen wir zum C und zum H. Das ist die große Septime. Und wenn wir jetzt C und C spielen, ist es die Oktave, die ihr alle kennen solltet. Zum Beispiel Dominant-Sept-Akkorde gibt es häufig. Da wird die Dominante, zum Beispiel bei C-Dur wäre das ja G, wird diese Dominante mit der Septime gespielt. Oder halt so, genau, mit der kleinen Septime. Obwohl eigentlich ja hier G wäre. Wenn man das F noch mitspielt, dann spielen wir nämlich die kleine Septime. So, falls ihr jetzt aufgepasst habt, was ich hier mache, ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich einen Schritt hier übersprungen habe, und zwar den zwischen Quarte und Quinte. Und zwar dieses Fis mit dem C. Und das habe ich bewusst erstmal ausgelassen. Ich spiele es mal. Bin überlegt, hier zwischen, was wir hier haben. Okay, die sind nicht sehr harmonisch, aber ab dann. Da ist alles noch harmonisch, aber hier zwischen. Das nennt man Tritonus. Und zwar, ihr könnt das bei Wikipedia, wird es auch sicher stehen, nachlesen. Das kommt halt dann aus dem Griechischen irgendwie. Und das bedeutet halt im Prinzip eine übermäßige Quarte, weil wir ja Quarte hier haben. Man könnte sagen, eine übermäßige Quarte wäre das. Oder man könnte sagen, es ist die verminderte Quinte, indem man die Quinte sich ansieht. Das vermindert sieht. Und dieser Ton ist halt gesangstechnisch und harmonisch total, hat total die Probleme. Und deswegen wird er auch der Teufel der Musik, Diabolus in Musica genannt. Oder das Teufelsintervall. Ja, genau, der ist es. Genau. Das ganze Theoretische dazu ist eigentlich dann jetzt nicht so wichtig. Aber was ich euch mitgeben wollte. Das ist der Teufel in der Musik. Wenn man irgendwie was komponiert oder spielt, sollte man so einen Zusammenklang, so eine Harmonie unbedingt vermeiden. Wenn man nicht wirklich ein super Komponist ist und daraus etwas Besonderes macht, was bestimmt auch geht, worüber es auch bestimmt ein paar Videos und ein paar Lieder gibt im Allgemeinen. So, was fällt mir noch dazu ein? Genau, es gibt halt verschiedene Lieder, die halt zum Beispiel dann mit einer kleinen Sekunde irgendwie auskommen.
Erinnert euch, kleine Sekunde war das hier. Genau. Ich gucke, da bin ich wirklich bei Wikipedia, aber zum Beispiel kommt ein Vogel geflogen. Da ist der erste Klang hier, ist halt eine kleine Sekunde. Kommt ein Vogel. Und so weiter. Aber das ist halt diese kleine Sekunde. Und die große Sekunde von C nach D ist ja zum Beispiel alle meine Entchen und so weiter. Mir fällt gerade noch ein, ich habe jetzt die eben immer so zusammengespielt. Das ist auch nicht, das ist nicht ganz richtig. Es geht eigentlich darum, dass man die halt hintereinander spielt. Oder halt. Okay, nur damit ihr es wisst, es geht nicht darum, die zusammenzuspielen bei Intervallen, sondern hintereinander zu spielen. Das ist, glaube ich, nicht ganz deutlich geworden. Genau, alle meine Entchen hatten wir. Und zum Beispiel, ein Vogel wollte Hochzeit machen, wenn ihr das kennt, mit diesem Ein Vogel wollte Hochzeit machen und so weiter. Und das steht halt hier überall. Fällt jetzt ja, also ich kenne die jetzt auch nicht alle. Quarte zum Beispiel, also es gibt verschiedene Sachen, die man da wirklich spielen kann. Und da gibt es sogar hier auch was mit dem Tritonus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Maria aus dem Musical West Side Story. Da kommt nicht dieser Tritonus echt vor. Aus Maria. Ich meine, das müsste so gehen, wenn ich das jetzt richtig irgendwie im Kopf hinkriege zu spielen. Also da ist der Tritonus wirklich drin. Man sieht, das löst sich so wunderschön auf. Wir spielen C, dann dieser Tritonus und nochmal. Und nochmal. Und jetzt löst sich das schön auf. In einem harmonischen Dreiklang. Also man kann das so als Zwischenschritt mal nutzen mit dem Tritonus. Aber sollte man nicht zu häufig machen. Gut, die Oktave, die habt ihr bei mir schon häufiger gesehen. Wir spielen auch öfters irgendwie Lieder so, um einen größeren Klang irgendwie zu haben. Mehr Volumen auf einfache Weise. Eine Oktave sollte man kennen. Die wichtigen wirklich hier, die Quarte. Nochmal, die kommt halt zum Vorschein, wenn man zum Beispiel in der Subdominante spielt. Nochmal, also Quarte bedeutet und nicht gleichzeitig. Es ging mir nur eben darum, den Abstand zu zeigen. Die Quinte ist wichtig. Die Oktave natürlich. Wie gesagt, die Septime, die wird häufig genutzt, wenn man zum Beispiel jetzt bei C-Dur Septime. Ich gerade überlegen, wie man das genau auflöst. Aber bei G-Dur ist es halt, kann man es halt machen, zum Beispiel. So. Wenn man G-Dur, das mache ich nochmal kurz, C-Dur. Kennt ihr? Ist die Tonika C-Dur? Habe ich in einem anderen Video erklärt. Die Subdominante ist F-Dur. Die Dominante ist G-Dur. Und die Tonika halt wieder C-Dur. Und ich meinte ja eben, die Dominante von jeder Tonart kann man mit der Septime spielen. Septime bei G ist das F, die kleine Septime in dem Fall. Oder spielst du mal unten? Und dann ist hier, nicht wieso, durch dieses F hier, klingt da noch so eine gewisse Spannung hinter, die aufgelöst werden muss. Und wenn man das mit der Dominante von der Tonart macht, dann kann man immer perfekt in der Tonika wieder auflösen. Erinnert euch, Tonika war C-Dur, da war die Dominante G-Dur. Das heißt, wenn wir G-Dur jetzt mit der Septime, der kleinen Septime hier spielen, können wir wunderbar ins C auflösen. Zum Beispiel so jetzt. Das passt halt perfekt. Man kann wunderschön auflösen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Man kann natürlich auch so. Vielleicht hört ihr den Unterschied mit F jetzt. Der Ton. Anderes Beispiel nehmen wir zum Beispiel F-Dur. Wisst ihr ja,
D-Dur ist die Subdominante, C-Dur die Dominante. Das heißt, wenn wir jetzt C-Dur mit der Septime, das ist B, die kleine Septime spielen, können wir perfekt zum F auflösen. Ins F-Dur. Das sind wirklich so genauere Sachen. Wenn ich zum Beispiel in all meinen Lehrvideos zeige ich nicht diese Septim-Variante, um es euch halt zu erleichtern, weil ich ja Wert darauf lege, dass ich einfache Lieder, also auf eine einfache Version zeige. Aber man kann damit schon einiges an Spannung in das Lied reinbringen. Das ist schon positiv zu sehen. Die Septime kann man auch ganz woanders benutzen, aber halt, das ist der einfachste Fall, denke ich. Ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache, wie ich finde. Und das lasse ich halt immer so ein bisschen außer Acht in den Videos, indem ich dann die Dominante nur ohne halt den Septim-Klang dahinter spiele. So, falls euch das irgendwie besonders interessiert mit den Intervallen, ist ein bisschen theoretisch, aber denke ich auch wichtig, dass man sowas weiß. Schaut euch das im Internet nochmal irgendwie an. Es gibt dann da noch eine Einheit, die für die Messung von diesen Intervallen gilt. Die wird Cent genannt, genau wie die Geldmünze. Aber das sind halt Sachen, die sind nicht so wichtig. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt. War ein kürzeres Video. Falls ihr Vorschläge für andere Themen habt, dann bitte einfach unter das Video posten. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Dann auch wieder vielleicht ein bisschen kreativer. Heute ein bisschen Theorie, muss ja auch mal sein. Ist wie in der Schule. Bis später.